Zwischen Willingen und Edersee, der Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit Menschen und Geschichten aus Waldeck-Frankenberg. Ich habe festgestellt, die im Dorf ein bisschen mit Peter sehen wollen. Ja. Die wollen nie Platz sprechen. Immer hautdeutsch, alle immer hautdeutsch. Und die letzten Jahre möchten so gerne Platt lernen, aber geht nie mehr. Ja. Also, weil das will. Das war ehrlich das Anfang vom Platt vergraben. Vom Ende. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres WLZ-Podcasts. Ich bin Steffi Rösner und wir sind heute zu Gast bei Friedrich Ladage in Neudorf. Schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo Friedrich. Hallo. Und du hast noch eingeladen, deine Freunde zum Plattschwatzen, Ilse Tilenius aus Köthe und Hermann Böhne auch aus Neudorf, aus der Bruchmühle. Herzlich willkommen, schön, dass wir zusammen sein dürfen. Wir wollen heute ein bisschen plattschwatzen, wie ich jetzt sagen würde, und vertellen, beziehungsweise ich moderiere, Sie reden auf Platt, ich verstehe es ja eher, als dass ich spreche. Wir wollen unserem Publikum das Waldecker Platt ein bisschen näher bringen. Denn leider ist es ja eine Sprache, die nach und nach auszusterben droht. Und vor allem geht es auch um die Frage, wie es für Sie persönlich ist, wenn ja, eine Muttersprache nach und nach verloren geht. Fangen wir mal an, um unserem Publikum einfach das Plattdeutsch noch mal so ein bisschen näher zu bringen. Wie haben Sie sich heute Morgen begrüßt? Welche Begrüßungsformen gibt es? Friedrich. Eva, wie haben wir uns begrüßt? Ich habe Sie eingerieben im Bett. Das musst du plattschwatzen. Ja, kann man das rieben. Die hat manchmal so im Kreuze. Nein, oder? Nicht Knie. Nein. Wie eine Frucke. Das war die Begrüßung morgens vorne. Und dann steu ich ab. Was? Und dann setze ich die Haferflocken ab und Helga kümmert dann langsam runtergekrabbelt. Und dann gehe ich hier rauf und mache den Urm an. Okay. Und wenn jetzt Ihre Freunde zu Besuch kamen, sagen Sie dann Hallo und guten Tag. Ilse, schön, dass du hier bist. Und Hermann auch, schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Okay, ich denke, das kann man noch gut verstehen. Ne? Ja. Gut verständlich. Ja. Sie kommen ja aus verschiedenen Orten, beziehungsweise Friedrich, deine Mutter kam auch aus Fassbeck. Hört man da direkt diese regionalen Unterschiede raus? Ja, sicher. Ja, das hört man. Eindeutig. Ich habe ja erst schon gesehen, in der Gedurb deut mein Knie deut weh, in der Fassmücke mein Knie deut weh. Mein Knie tut weh. Yeah. Mhm. In der Gedurb sehe ich ein Kau, in Fassmücke sehe ich ein Kau. Ja, okay. Und wisst ihr es auch direkt zuzuordnen? Wisst ihr dann ungefähr, wo die Person herkommt, wenn sie spricht? Ja, also das kann man merken. Ja, aber es ist unterschiedlich. Also wie zum Beispiel Massenhausen hat unsere Aussprache überwiegend. Und wenn man jetzt dann weiter zu Fassbeck geht, da ist es schon wieder anders. Ja, ja. Und zum Beispiel meine Mutter stammt aus Rehna und ich aus Köthe. Und wenn wir jetzt, da bin ich in manchen Sachen total unsicher und weiß nicht ganz genau, ist das jetzt Rehna, spreche ich jetzt Rehna-Platt oder spreche ich Köther-Platt? Das mischt sich dann im Laufe des Lebens. Okay. Also ich sage zum Beispiel, meine Mutter sagte, ich gehe in den Garten. Mhm. Wie Gott in den Hof. Ja, okay. Ach so, ich dachte, Garten wäre damit gemeint. Das ist damit gemeint. Hof. Der Hof ist der Garten und in Rehna ist der Garten der Garten. Also sonst sind die Unterschiede. Ja, also im Prinzip ab Hof und Garten ist dann inhaltlich ähnlich. Ich erzähle Hof. Aber Sie verstehen immer alle Waldecker, die platt sprechen? Ja, doch. Das schon. Es gibt so verschiedene Unterschiede. Also wir sagen zum Beispiel zu Löwenzahn, sagen wir Kädenpöste. Und in Massenhausen sagen sie Summerdauden für Löwenzahn. Löwenzahn. Ja, für Löwenzahn. Mhm. Also das gibt so Unterschiede, Also wenn man so spricht, ein einzelnes Wort kann man manchmal schlecht übersetzen. Ja. Aber im Zusammenhang im Satz, dann kann man. Es kann nur das sein. Ich habe nie gewusst, was du meintest. Hä? Mit Goren. Ja. Geht in Gurten und lange Gurten. Genau. Wenn das ein Satz ist, dann kann man es zuordnen. Aber das Wort alleine
ist schwierig. Das ist schwierig, alleine Goren zu hören. Ja, damit kann man dann nichts anfangen. Mhm. Mhm. Okay. Das Waldecker Platt ist ja so eine niederdeutsche Sprache. Ja, niederdeutsch. Und eine westfälische Untermundart. Ja, ja, ja. Das heißt, ist das südwestfälische. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Und hier Neudorf, das grenzt ja auch bald an Nordrhein-Westfalen. Ja. Wie sprechen denn die Menschen in Nordrhein-Westfalen? Also ziemlich unterschiedlich. Ein ganz hartes Platt hat mehr Huf, Eistrup, Essente. Der hat ein ganz hartes Platt, richtig. Denkst du, du bist in Bayern, Balle. Ne? So. Und der andere, so wie Erlingsen, das ist eigentlich Wallener, so wie hey. Ja. Erlingsen. Und früher war ich studiert in Maasberg, da hat sich ja auch früher platte Sprüche, ne? Aber das hat sich doch verloren. Mhm. Genauso wie die Kehle am Verleihen ist. Ne? Hier geht es langsam nach und nach verloren. Verloren. Hesbringsen. Ja. Hesbringsen sind noch zwei Leute, der spricht platt und der sieht noch nicht mehr aus Hesbringsen. Ne? Der Patzer ist aus Fassenburg und der eine ist aus Westen. Mhm. Das heißt, wenn Sie platt sprechen wollen, dann müssen Sie sich mittlerweile schon absichtlich treffen? Ja. Ich spreche den ganzen Tag platt. Helga, das antwortet auch Deutsch. Mit deiner Frau. Und bei uns war das so, der Gerd, der jüngste Sohn, der hat immer platt gesprochen. Und wo der in der Schule war, da war ich auch mal im Elternbeirat. Und da hatte der auf einmal in Deutsch eine Feier. Da ich für die Lehrerin, ich sehe, was hätte denn das? Eine 4 also, in Deutsch? Ja. Mhm. Was hätte, ich spreche jetzt platt wieder. Ja. Was das zu bedeuten? Ja, der spricht manchmal Worte und Sätze, das ist gar kein Hochdeutsch. Und da geht der sofort und baut mit platt. Der spricht jetzt auch Deutsch. Und mit den Enkelkindern, der auch hier im Hause sieht, da hat die Schwiegertochter mir verboten, mit den Enkelkindern platt zu sprechen. Mhm. Und der Gerd spricht, seht ihr nicht mehr platt. Ich habe jetzt am Sonnabend in der Minimalität, das ist doch auch nicht schön, dass du überhaupt kein Platt mehr sprichst. Mhm. Und da war der mal, der hat eine Banklehre gemacht und da war er im Westfälischen, also in Westen, in Eistrup und Essente und im Meerhof, dann ob der Filiale. Und dann, wenn der alle Leute kommen sieht, der hat gleich platt angefangen. Und dann hat er auf einmal platt antwortet. Endlich hat sie mal wieder einen, der gescheit schwatzen kann. Ja, klar. Die alten Leute wissen das dann zu schätzen. Aber wie war das in Ihrer Kindheit, Herr Böhne? Wann wurde das praktisch, wann war es nicht mehr so vornehm, platt zu sprechen? Ich muss ganz ehrlich sein, mit meiner Mutter habe ich noch kein Wort platt gesprochen. Ach ja. Ich konnte mit allen Geschwistern von meiner Mutter nur platt, aber mit meiner Mutter nicht. Aber wir hatten damals die Mühle und Landwirtschaft und waren immer fremde Leute mit am Tisch. Da ging es immer Hochdeutsch her. Aha. Und wenn man das einmal gewohnt ist, ist das einfach drin. Ich habe das Blatt erst in der Schule gelernt. Ach was. Also vorher konnte ich das überhaupt nicht. Ich dachte, es wäre umgekehrt gewesen. Ja. Nein, bei mir nicht. Ja. Manche kamen ja auch in die Schule und hatten zu Hause immer platt gesprochen und konnten kaum Hochdeutsch. Ja, hat es ja auch gegeben. Ne? Ja. Eben. Aber hey, Unsere Schule in Neuschäfer, wo ich noch mit der Engelschule sehe, der hätte gesagt, die Kinder könnten ruhig platt sprechen, die lernten in der Schule schon das Hauptdeutsch. Mhm. Und bei uns war es so, ich hatte ja nur platt gekonnt und dann kriegten wir vom Saarland Inquartierungen und die gingen dann mit mir spazieren und die küderten dann so ganz anders. Ne? Und dadurch habe ich, dann hatten wir noch mal einen ausgebombten, die sprachen alle Hauptdeutsch und dadurch habe ich dann das Hauptdeutsch so nebenbei gelernt. Ja. Aha, durch Flüchtlinge oder Ausgebombte oder Vertriebene, die dann hier angekommen sind nach dem Krieg. Ja. Dadurch haben sie dann mehr Hochdeutsch gesprochen. Ja. Okay. Was mir besonders schwerfällt, mit dem ich platt spreche, wenn andere dabei sind, dann Hochdeutsch zu sprechen, das ist also so schwierig. Auch wenn eine Runde steht, man guckt den an, platt. Ja. Bei Ihnen wieder Hochdeutsch. Genau. Also wie jetzt im Moment. Das vor Jahren habe ich mich viele im Ort so beteiligt und man alle Böskes. Und wenn man dann mal so jemand ehren oder gratulieren musste, mit dem man immer Platz sprach und dann sollte das dann Hochdeutsch sein. Ja, ja. Das war so problematisch. Aha. Also ich habe das manchmal schlimm empfunden. Ne? Ach so, das funktioniert gar nicht so automatisch, dass Sie wechseln? Nein, wenn du denjenigen anguckst, mit dem Sie Platz sprechen,
dann geht das. Ja. Ich habe einen Bekannten in Roden. Ja. Ja. Der sprach platt, ich sprach platt. Ja. Und die anderen, die wir immer dabei waren, das war Westphal Otto, mein Friseur. Wir sprechen jetzt auch platt. Und wer hoch das Anfang gibt, muss einen ausgeben. Okay. Wir haben Bier getrunken. Aber der ist jetzt noch 4 Jahre älter wie ich. Der macht es immer noch mit Hochdeutsch. Ja. Das geht einfach nicht. Also das fühlt sich unnatürlich an, wenn man es anders gewöhnt ist. Ja. Mhm, Frau Tirenius? Ich möchte das so sagen. Ich sprach mit meinem Mann nur platt. Jetzt musste er eine neue Hose haben. Und jetzt waren wir bei dem Herrenausstatter in Aarolsen. Eine nigge Hose oder wie sagt man? Eine nigge Büchse. Und jetzt waren wir in diesem wurmwindigen Laden. Und jetzt kommen wir beiden, ich kann doch mit dem Friedel nicht jetzt auf einmal Hauduz schwatzen, dass der Verkäufer das verstaut. Ah. Und hey, und wie folgten uns alle beide damals so unwohl. Ja. Und dann ist er mit einer Büchse in der Umkleide gegangen und hat sie angetucken und sie ging bis hier oben hin und dann kam Ruth und sagt, passet. Okay, obwohl sie nicht passt. Weiß nie. Aber hey, wollen endlich wieder da runter. Wollen enger haben. Also so war das wie schwatzen platt und kamen uns den anderen gegenüber so ein bisschen halbfränkes Gefühl oder auch gehemmet. Okay. Ne? Ja, ja. Das heißt, wenn Sie mal in der Stadt waren, haben Sie dann manchmal so ein Gefühl von Peinlichkeit gehabt, genau, weil man das gehört hat, wir kommen vom Dorfe? Ja, wir waren dann so etwas abschüssig sozusagen. Aber okay. Ja. Das kann schon manchmal ein Nachteil sein. Ich denke daran, wir waren mal mit so drei Jungs nach München auf der DLG. Und abends ausgehen, muss natürlich alles sein. Wir alle platt. Und dann, hin und her ging es dann bezahlen. Und die mussten da wohl gedacht haben, wir wären Holländer. Ja. Und hatten ganz andere Preise, nahmen so ein bisschen mehr, wie da drauf stand. Oh. Auf einmal konnten wir Deutsche, also von wegen hier. Die wollten uns da mit. Ja. Unser Blatt hat uns da ganz schön geschadet. Genau, aber das ist tatsächlich auch dem Niederländischen ähnlich. Ja. Zum Beispiel manches Wort verstehen von den Leuten. Ja, okay. Und auch dem Englischen auch, oder? Englisch ja, auch. Zum Beispiel Warte. Warte. Oder Desk, gibt es Diske? Ja, Desk ja, ist ja Schreibtisch, okay. Ja. Oder Apple und Apple? Ja. Apple heißt auf Plattdeutsch. Es gibt viele auch. Und im Niederländischen, wenn die zählen, zwei, drei oder so, wie zählen Sie? Wie zählen Sie, Frau Tilenius, bis 10? Zählen Sie mal bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also wir machen überall ein E dran. Täne. Ja. Ich will nicht diese Teine. Ja, und dann kommt der Feuchten auch noch ins Spiel. Da gewinnt nämlich Teine für. In Holland, da sehen sie auch für Kirke. Ja. Kirke. Hätte das in Holland. Ja. Ich wollte gestern mal gerade sehen, unser Norbert, der ist leider mit Femen gestorben. Der war auf der Stadt. Und der Heinrich Friele, der war erst herbeigewanderter oder was er war. Und die beiden sprachen mit einem Blatt. Da sieht der Willi immer für mich, da kann der Landrat da sehen oder wer da ist. Der Heinrich und ich, wir sprechen platt. Ja. Also der Landrat könnte da sein. Oder ja, habe ich das richtig verstanden? Egal wie wichtig die Person. Wir sprechen platt. Egal wie vornehm das Umfeld ist, wir sprechen platt. Ja. Mhm. Ja, also das hat sich natürlich jetzt für mein Empfinden geändert. Also wir sind jetzt inzwischen stolz drauf, dass wir das noch können. Ja. Und wenn ich jetzt auch mit irgendjemandem, wie wir treffen uns jetzt, dann werden wir zusammen platt sprechen, ob die anderen es verstehen oder nicht. Ja. Ja. Also das hat sich geändert, aber leider zu spät. Okay, was heißt zu spät? Denken Sie, das hätte man umkehren können? Herr Böhne? Es ist nicht mehr zu retten. Nein, das haben wir. Man kann das versuchen, aber zu retten ist das nicht mehr. Das Schlimmste war der Umschwung und der vielen Leute, die im Dorf gekommen sind, von Vertriebenen und alles Mögliche. Noch ein Krieg. Ja. Also da hat das dann angefangen. Dadurch ist das
Tatsächlich, aber das ist die Schuld, das ist die Schuld alleine. Nein. Manche Leute, da kommen wir nicht wegen. Es ist ja überall so, dass Dialekte nach und nach verloren gehen. Ja. Eben dadurch, dass die Menschen mehr reisen und mehr hin und her ziehen, sich mischen sozusagen. Also, mir ist das Blatt immer noch lieber, wir sind die Jahre viel nach Bad Füssing gefahren. Mhm. Wir sprechen gar kein Blatt, aber wenn die da zugange sind, da muss man die Ohren so spitz machen, dass man die verstehen kann. Ja. Das ist so schlimm. Echten Bayern. Wie die ihre Sprache in Nachteil verändert haben. Ist zum Nachteil, meinen Sie? Ja, das ist unsauber. Aha. Die können ja so nicht schreiben, wie sie da sprechen. Die können sie nicht. Dürfen sie auch nicht. Ja, ja. Wir hatten einen Nachbarn, der war auch vom Krieg her bei uns in der Nachbarschaft geblieben, eingeheiratet. Und der kam aus Bayern. Und dann hat er eine Schwiegermutter und seine Frau, die sprachen platt. Und wenn jetzt irgendwie das Gespräch im Gange war und der sprach so richtig bayerisch, dann sagte seine Schwiegermutter, it is ein Bayerer. und der Bayerer, das ist ja ein ganz anderer, wissen Sie, was ein Bayerer ist? Das ist ein Eber. Männliches Schwein. Männliches Schwein. Und dann sagt er, die sagt er, diesen Bayern. Oh, Bayern. Ja. Okay, das ist ja nicht so nett. Ja, eins meiner Lieblingswörter ist auch zum Beispiel Fickeln. Ja, das Schweine. Ist normal. Oder Friggen oder Inge Frigget. Ne? Für heiraten. Ja. Ich habe auch Blutgruppe I. Du hört eigentlich Orte Helga und ich sehe jetzt Inge Frigget. Und Helga hat wohl 40 Jahre oder oben Inge Frigget. Und jetzt wird du 40 Jahre leben. Jetzt sehe ich Blutgruppe I. 40 Jahre? Helga wurde oben 40 Jahre. Du musst jetzt 40 Jahre leben. IBM. Inge Frigget Mohlhallen. Blutwurst zu fritten. IMB oder wie? Inge Frigget Blutwurst ist im Maul halten. IBM. Blutwurst. Schon klar. So war es ja. Also die rote Wurst, die gute, kriegt er nicht, nur die Blutwurst. Die rote Wurst, die war irgendwo in der... Ja, welche so besonderen Ausdrücke oder Redewendungen gibt es denn noch? Also was ich oft gehört habe, ist keine Redewendung, aber sondern einfach der Satz Magde, Döre, Tau, das ist sowas, was jeder kennt. Es gibt ein Sprichwort zum Beispiel, Hände in Scout gibt kein Braut. Kennen Sie das? Nee. Hände in Scout gibt kein Braut. Vom Brot. Hände in Schoß liegen gibt kein Brot. In Schoot. In Schoot. Habe ich es falsch ausgesprochen? Ja, ja. Kann auch Schoot auf irgendeinem anderen Ort sein. Das Wort gibt es bei uns nicht. Nee. Das gibt es bei Ihnen nicht. Die mag Maulholz. Ja. Der Henning Drescher hat auch ein paar plattdeutsche Wörter und Geschichten aufgeschrieben und das Ganze illustriert. Und darunter war ein Satz, den lese ich jetzt mal vor. Massenhusen, Despenbraut, Fringenhagen, Hungersnaut, Hörenkusen, Ligget im Dreck, Blievet Miau von Straut und Mainerkusen weg. Das geht hier auch. Das ist ein ähnlicher Spruch. Ja? Helga, zu sich tut man. Nein, das geht. Helga, zu, platt. Also, so stundet im Kalender von Lamottens Herbert. Yeah. Herspringsende Krone, Helmingse verschone, Nicke Dorp im Dreck, blieb mir Jau von Kohlrund weg. Ah. Und diesen Spruch, den sagt eigentlich jede Gemeinde, wo man ist, nennt sich zuerst. Ja. Das hat mich mal ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Wobei? 20 Jahre ist das her, HR4 Fernsehen. Von den Ort ausgewählt worden. Die kamen dann hier hin. Dollesdorf. Ich war gerade Schützenkönig zu der Zeit, musste da auch was sagen. Naja, und da wollten die auch was auf Platt hören. Und da fiel mir das in den Kopf. Da dachte ich dann so, Neudorf die Krone, Helmichhausen verschone, Kohlgrund im Dreck, bleibt mir ja von Esprixen weg. Uiuiui. Diskriminierung. Und dann eine kurze Zeit später hatten wir Kohlgrund Schützenfest. Da haben wir Stiefel. Wie bitte? Stiefel. Gummistiefel waren, da wollten sie mir geben, die Kohlrunde. Die waren böse. Der alte Habermann, der hat ernsthaft fertig gemacht. Und es war ja nur nichts anderes wie
Ja, ja. Das war nur ein Scherz. Ja. Mir fiel in dem Moment, kam mir das gerade so in den Kopf. Ich denke, kannst du ruhig sagen. Ja. Aber dass der das so... Hm. Friedrich, du hast ja auch was über das Rote Land. Vielleicht magst du das nochmal erzählen. Rauet Land, lebt Land. Ich grüße dich. Vergangene Tage, Glücke, raubt du mich zurück. Rauet Land, wuniget Land, ich grüße dich. Wappen in Niggedorp ist der Auerhahnberg. Warte mal, wir haben doch jetzt mal so ein Bild von Auerhahnberg. Ne? Warte mal, was ist denn das? Warte, ein Uter, ein Wort kenne ich gar nicht. Mag nochmal das letzte etwas. Die letzten zwei Sätze. Rauet Land, wuniget Land. Das ist eigentlich auch nicht. Naja, das habe ich irgendwo übernommen. Wundesland. Wuniget Land. Wundiget. Also wunderbares Land. Wunderbares Land. Ja, den wir würden aber schön siegen. Ja. Wir würden einfach schön siegen. Ja, schön. Rauet Land. Oder gutes Land. Schönes Land. Schönes Land. Aber das ist ein sehr altertümlicher Spruch? Oder wann stammt der? Hab ich mir eigentlich gut. Ach so. Ja? Und das ist der Auerhahn. Wappentier von Niggedorf. Ja. Ach Friedrich, das hast du gedichtet. Wir haben auch ja, das habe ich so mir gedacht, weil das sollte so die Einleitung für meinen Vortrag in der Massenhaus sein. Ja, schade. Warte mal, ich habe ja noch, ich weiß nicht, das habe ich auch eigentlich mir ganz gerne verteilt. Willst du das dann jetzt aufnehmen? Ich nehme es auf, ich kann es zur Not auch hinterher rausschneiden, wenn es zu lang ist. Ja, dann nimm das mal ruhig auf. Ja, schön laut sprechen, also, ranrücken. Für 100 Jahre, da war Niggedorp noch nicht so richtig ausgebreitet wie jetzt. Also zum Beispiel, du bist von der Ungen gekommen, ne? Da sind jetzt so ein paar einzelne Häuser, die waren da nicht. Und da war das jüngste Haus, das waren jüngste, die hätten, weil sie das jüngste wohnten, hätten die jüngsten. Die haben so die jüngsten? So ja, es gibt ja jedes die, die unten wohnen. Hausnamen. Also praktisch als Hausnamen. Jüngsten. Und er hätten früher Volke und auf dem Hause war auch meine Obergroßmutter. Und hinterher hätten sie Plücke. Und da war es richtig interessant. Da war immer gut raus. Hey, und die Dienstmärkens, die hätten Minna und Wesken. Das war Fieseles Minna und Reges Wesken. Minna, Tante? Ja, Minna, Wesken. Und damals, da war Armität und durfte bloß ein Fickeln geschlachtet werden. Und dann hat sie das Fickeln schon im Sommer, wurde das Oud gesocht und das lebte ganz gut. Da musste richtig gut dran sehen. Oud gesocht? Was heißt das? Oud gesocht? Ausgewählt. Ausgesucht, okay. Du musst gleich übersetzen am besten. Das kommt mir doch so gut, das habe ich doch geübt schon in. Okay. Im Sommer meistens war das eine abgesatte Docke, also der nicht mehr dort zucht. Okay. Boah, der lebte besonders gut. Ja. Und der letzte Tät für den Schlachten, dann kam der Quellepott auf dem Herd. Und da war Roggen drin und Quellepott, das weiß auch nicht, was das ist. Ein Topf zum Quellen? Das war ein Oud, ja, da Oud-rangierten grauten Pott, da wurde Roggen drin gemacht und der stand am Herde, hängen am Enge und hat der auch so ein bisschen für sich hin. Und dann war das verboten. Das war verboten, dass der Roggen da in den Quellepott kam. Und da kam die Polizei an. Warum war das verboten? Es war eine Nahrungsmittelration. Armität. Und da ist die Polizei gekommen und weil er das jüngste Haus war, da konnten die schon von beiden sein, dass die Polizei kam. Naja, und da. Polizei kümmert näher und da geht er dann auch auf jüngsten Haustau. Und da alle Plücke, fix den Quellepott vom Herde. Und Minna, du setz dich drauf. Oh. Hey. Und da, wo Minna eine Weile auf dem Quellepott saß und der Polizist da war, da sieht Minna, sieht, Herre, wie geht dann dem Polizisten, was man hätte, dann Hoff. Wir können dem hoffen, ihm auch das Füllchen, was wir gestern gekriegt haben, zeigen. Verstanden? Füllchen, ja. Füllchen, kleinen Go. Oh, okay.
Also sie konnte es auf dem Topf nicht mehr aufzeigen. Ja. Und da wollte sie ihn ablenken. Ja. Und dann musste die Polizei ein Fühlchen bekommen. Ne? Und dann war das war die Aktion zu Ende. Sofern sie noch laufen konnte. Pass auf. Ja, genau. Und da war, und hier bis da, und ob der Rauchbühne nicht mehr viel wird, war, weißt du, was Rauchbühne ist? Räucherkammer, wo der Wurst und Schinken und alles hängt. Oh, wenn du, und hier bis da nicht mehr viel da war, dann wurde auch schon mal wurde Schwein geschlachtet. Und dann hätte, dann sehten die Leute, wenn der Fickel dann da hat, dann, oh, das ist für einen Besmen erlauben. Das ist vor? Das ist vor einem Besen gelaufen. Ah, deshalb mussten sie es. Musste auch zusätzlich geschlachtet werden, weil sie verletzt hat. Und dann kam das frische, das frische Fleisch, das kam dann in die Panne und das trug das ganze Haus. Und da war der Postbote gekommen, auch von unten in Europa. Und da war da drin gekommen und hat gesagt: Brücke, was trägt das aber bei euch schön? Oh, wenn ich mit Eten, ja, kann ich hier machen. Und wo sie dann am Eten waren, dann sagt er: Brücke, was ist denn das für ein Fleisch? Das ätzt man und dann ist es weg. Und da hatten die. Die Norbert Jungs, die hatten wohl zählen, auch bei dem alten Plücker bestellen, der Wilhelm und der Karl. Und da waren sie da reingekommen und dann haben die auch so gedacht, die könnten dann auch wohl vielleicht mit ihnen. Dann haben sie gesagt, na Jungs, wie dann wenn ich mit ihnen? Ach, haben sie sich schiermeldet getan. Ach, eigentlich nicht. Und dann haben sie konnte aber wenig ihnen. Ach, nie. Und wo sie nach Hause gekommen waren, da hat der Vater gefragt, was hier dann irgendein Onkel sieht. Ja, jede sieht. Wir könnten Mitte gehen. Und nach einem Uhr Sicht hätte, dann hätten wir Mitte gehen. Ich kenne das anders. Ja. Von den Jungs, also auch zweimal mitessen und hat jedes Mal Nein gesagt. Und dann hat sich, dann wird sich dann durchgeirrt, so wie er Platz sprechen. Dann wird sich dann durchgeirrt, dass der neue Sicht sieht. Dann hat er gesagt, Onkel, was haben die denn eben gesehen? Nicht doch noch. Aber Plückers Hust, ich habe da ewige Geschichten nicht aufgestorben von Plücker. Ja, so, dann lese für. Da alle Plücker, da waren die eben, da waren vorhin hier viele Leute über Dörfer und verkauften wurden. Ja. Und da alle Bacchus Wilhelm von der Helmingsen, der hat auch so ein Gülken, kleinen Lederwagen-Dinger und verkauft dann Schausenkel und Taskendeuker und Handdeuker und alles Mögliche. Und ich kam auch von Kohlgrund hier, wollen wir heim. Hätte gedacht, na, mit Plückerskasten noch mal anhalten, kannst du wieder ein bisschen verkaufen. Aber, verkaufen. Mhm. Ähnlich Brokkoli nix. Ach, Plücker, Geschäfte, wo Dündach so schlecht. Dündach heißt heute. Dündach heute. Dündach so schlecht, kalt wieder, wenn ich ein paar Taskendeuker auf. Wie bitte? Ach, das habe ich jetzt. Taschentücher. Taskendeuker. Ach, Wilhelm, was soll weh mit Taskendeuker? Wie hat genau niemand Schnitte? Verstanden? Schnitte verlangen. Schnitte heißt Schnodder. Ja, Schnodder. Ja, noch was aus dem Plückershausen. Also aus Ingelsen. Nach dem vorigen Weltkrieg, da haben sie alle angefangen, die so Binders zu kaufen. Was platt? Ja, Binders? Ein Binder. Korn abzuwehen und gleich zu binden. Früher war das für die Landwirtschaft. Mit der Säze, wo mit der Handablage gemacht werden. Und da alle Plücker, die waren nicht so für das Nigge. Und dann hat sie gesagt, okay, du bist doch gerade im Betrieb, du musst doch auch so ein Ding haben. Nein, nein, nix. Bei mir kommt die doch ein Karussell nicht auf das Land. Ein Karussell. Und alle Brüne, das hat auch den Schweigersohn. Ja, alle Plücker ist so in Mitte der Tierjahre, wo die gestorben sind. Nee, wo der daneben war, er hätte auch nicht so lange wie er liebe, die ist kein Binder wie er im Oberland. Er war nicht so aufgeschlossen für Neues und für Fortschritt. Das war ja nicht so, aber er muss ein richtiges Original gewesen sein, alle Plücker. Jetzt fällt mir noch gut in, auch in diesem Flüchtling. Früher mussten die Blagen. Die Blagen, Kinder, die Kinder. Mhm. Kinder, die mussten die Jünger helfen. Entweder Seile legen oder beim Abstellen mussten sie mittels Bund halten. Und so, und mein Urgroßonkel, Konrektor Ludwig Ladage, wo der so Blage war, und da musste der auch mit, und da war so, hey, du wirst, haben sie Rochen abgemacht. Und hey, musste nur alles helfen. Ne? Und da, und der Hund, haben sie am Ende stund so einen schönen Busk, und da lag der Hund unter dem Busk. Da hätte sie gesagt, ich will einen Hund.
Ich wünschte, ich wäre ein Hund. Ja, ja. Dann bräuchte er nicht helfen. Ja. Unter dem Busch. Busch. Okay. Busch. Ja. Busch. Mhm. So, was? Jetzt. Da fuhren noch mal öfter Handelsleute hier drin. Hey, du hast deine auf den Pötte und auch wieder alle Bakus, Handdeuker und so. Und da war auch einer, ist nicht fast egal, mit wem das war. Auf jeden Fall geht drin und will so ein bisschen verkeifen. Ach, keip mich doch erst noch an Handdeuk an. So liegt der Vogel, ach, weißt du, Handelsmann, was soll ich eigentlich mit dem Handdeuk? Ich wasche mich nie. Oh. Und der Wilhelm, der drückt sich mit dem Kiel auf. Okay. Da war das noch nicht so mit der Hygiene. Vorher fahrten die dann auch der Händler mit in den Heiring. Ja, sicher. Womit? Mit Hering. Der Hagelück von Sven. Ja, die hatten richtig große holländische Heringe. Und dann Heringe, ganze frische, 10 für eine Mark. Ja. Also Sie sind ja 1939 geboren. Ja. Herr Böhne, Sie auch. Und Friedrich, du bist 1937 geboren. Der Schulbetrieb lief auch während des Krieges. Der Schulbetrieb lief nicht so richtig, weil in der Schule auch mal Italiener, also irgendwie, ich weiß nicht genau, wie die, oder und Polen lebten. Hm. Das waren alles, wie sagt man jetzt, Kriegsverpflichtete sozusagen. Ja. Ne? Ja, ja. Wie hat man sich damals verständigt mit Ausländern? Ja, wie soll ich sagen? Also, mit Händen und Füßen. Ja, mit Händen und Füßen, ja, naja. Aber das ne? war, die waren isoliert, also so viel haben wir, unsere Einwohner dann mit denen nichts zu tun gehabt. Ja. Also die waren isoliert sozusagen. Und was war das? Waren bei den Bauern zum Teil verpflichtete, wie Franzosen, Kriegsgefangene. Also das waren die Franzosen waren bei uns Kriegsgefangene. Ja, die waren bei den Bauern, beschäftigt halt. Ich kann mich gerade ganz gut daran erinnern, an die Franzosen. Wir hatten Franzosen für die Mühle, für Mühlenwagen feuern und im Haus waren Polenmärken, Marianne. Ja. Marianne, ich kann mich da, das hieß ja noch jemand, ich habe gedacht, ich komme nach Deutschland, ich mache nichts. Mache nichts. Ich komme nach Frau, machen alles. Und ich muss sagen, die hatten nach dem Kriege, da hatten die ein krankes Enkelkind. Da hat die geschrieben, da kriegt die Medikamente nicht und die konnten wir dann besorgen. Und das Kind hat überlebt. Also die war so dankbar. Mhm. Die Franzosen, die gingen ja sonntags gingen die los, da unten in die Wiesen, sammelten Frösche. Und Schnecken. Ach ja. Weiß ich, dass ich als Kind einmal bei denen mitgegessen habe, Froschschenkel. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wie sie geschmeckt haben, aber die haben mich mit durchgefüttert, bin dahin. Das war ein gutes Verhältnis. Die waren nebenan, Nachbar sein, das alte Haus war leer. Da haben die drin gewohnt. Und beim Nachbar im guten Haus, da saß denn ein Aufseher, Herr Strauß. Ja. Der musste auf die aufpassen. Ja, da gab es. Und der kriegte dann eine Trümme hier. Jeder war ihn gefangen und der musste dann mal. Bewerten. So. Also ein Fenster an dem Haus gibt es noch. Das verstanden. Römeriten. Also einmal aß er mittags und einmal aß er da. Ja, jeder musste ihn mal bewerten. Ja. Römeriten. Wie in der katholischen Gegend mit dem Pfarrer, der musste auch Römeriten. Der ist auch geworden. Und dann erzähle ich noch von den Franzosen. Und der Franzosen, weil damals wurde ja nur platt gesprochen. Und dann haben die Leute, und da waren auch findige ulkige Sachen, er hat sie den Franzosen auch platt gelehrt. Alles Mögliche. Den Franzosen? Alles Mögliche, die konnten dann auch platt. Dann nur ein ist mir jetzt noch geläufig. Und die mussten ja auch, weil die Männer im Krieg alle waren, und hier dachte, die erste Maschine rüber ging, dann musste jeder einen stellen und dann gingen die Franzosen mit. Und da hatten uns, die hatten auch einen, der hat Amadi und da hatten die begladen Maschinen. Und abends, wenn der Amadi nach Hause kam, hat er dann Hans Tante gefragt, Amadi, was haben sie dann geguckt? Ja, ich weiß nicht. Wo Madame begrennt, mir rette ich. Mir rette ich? Ja. Mir rette ich, haben sie geguckt. Lecker. Mir rette ich, du weißt es. Hat verstanden. Okay. Ja, so Sprache ist ja etwas, was die Menschen verbindet. Also wenn man eine gemeinsame Sprache hat und gibt so ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ja. Und
klar, wenn dann die Franzosen Platsch sprachen, dann gehörten sie besser oder gehörten sie eher dazu. Wahrscheinlich. Ne? Plattwörter sieht ja auch so ein bisschen. Ja, manchmal klingt es fast so ein bisschen plump, so gewisse Wörter, ja, zum Beispiel Modder für Mutter oder Vater für Vater. Mutter, Vater. Oma, Vater, Opa. Genau. Oder Klümpe für Kartoffel. Klümpekuchen. Ja, das klingt natürlich nicht so vornehm. Ne? Nein. Klümpe. Aber es ist so, manche Sachen kann man auch auf Platt sagen und auf Hochdeutsch hört es sich ordinär. Aha. Wenn wir jetzt hier sagen für das Hinterteil Es, sagen wir ja Es. Ja. Und wenn wir es auf Hochdeutsch sagen, dann hört es sich schlimmer. Genau. Ne? Mhm. Also so unterschiedlich. Ist genau auch so mit ältere Leute ansprechen im Dörpe. Ja, genau. So geht es dann dritte Möglichkeit. Ja, nicht nur du und sie, sondern Onkel G. Dritter Fall. Also sie will man nicht sagen. Mhm. Sie. Und platt also, kann man vielleicht nicht oder kann der nicht oder einfach du sagen. Aha. Also für ältere Leute wurde automatisch G gesagt. Ihr. Ach ja. Guck mal, wie jetzt nicht. Das klingt dann, aber sehr respektvoll. Das ist ja so war es auch gedacht. Ja, ja. Also die Älteren hatten da auch mehr Respekt Ansehen als wir heute. Naja, wir sehen zu, dass wir den Kopf oben behalten. Ne? Guck, man will bei Ihnen jetzt nicht per Do hören. Ich will jetzt so platt dick anreden. Dann sehe ich dich sei. 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 Ja, ja. Essen, aber sie ist. Geh. Also normalerweise platt hättet geh. Onkel ja, geh. Onkel Tante geh. Ja, Onkel geh. Und es waren auch alle Onkel und Tanten. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Guck mal in den Oder Rund. Was auch schön ist, wenn dann die Kinder angesprochen wurden mit. Wem hörst du dann? Ja, genau. Zu welcher Familie gehörst du? Und selbst mein Sohn sagte, das hätte er schon häufiger mal gehört. Das würden die älteren Leute immer noch fragen. Ja, wenn er mit seinen Freunden irgendwo auftaucht, dann fragen ältere Leute, wem hörst du dann? Und dann muss der Arm bleiben, manchmal ohne dass es wollte legen. Ne? Du musst ihn lügen. Ja, Mensch. Ja, 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 ja. Haben die das verstanden? Meine, die mussten lügen. Dass die Eltern gar nicht, entweder nicht der Vater, oder? So. Naja, das hat es aber zu allen Zeiten gegeben. Gibt es denn bestimmte Begriffe auf Platt, die es gar nicht ins Hochdeutsche geschafft haben? Für die es gar keine Übersetzung gibt, adäquat? Pläge. Die ist eine Pläge. Ja, ja, genau. Weißt du? Ja. Pläge. Das ist ein Rad, wo ein Preis drüber geht. Wo dann ein dicker Strick drüber gezogen ist und unten ist ein Haken angebracht. Da hängt man zum Beispiel einen Bund Stroh dran und oder an Heu, der Seite oder Heu, an Haken. Dieser Seite zieht man das also auf den Boden. Praktisch ein Aufzug bei Handbetrieb. Ja, ja. Ah, ja. Ne? So. Mhm. Ich wollte aber noch mal sehen, ich war jahrelang bei der Genossenschaft in Steberge. Da waren dann der Geschäftsführer, der konnte auch platt und so. Und dann hatten wir Baron von Elberfeld, der war dann bei uns Aufsichtsratsvorsitzender. Und wo der dann alt genug war, musste wieder gehen. Und dann fragte unser Geschäftsführer den, na, Herr Baron, wie hat es Ihnen denn bei uns gefallen und was hat Ihnen nicht gefallen? Dann sagte der Baron, am besten hat mir gefallen, wenn der Förster von Meerhof und der Ladage sich auf platt gestritten hat. Und den Beschäftigten auf dem Hube wurde verboten, mit den den adeligen Kindern überhaupt zu sprechen. Mhm. Verboten. Mhm. Und er sieht, und das ärgert ihn. Ja, das hei jetzt das Platt. Und einer hat von Hermann sieht, er hat das Singer gelernt. Wenn einer von klein an das nie kann, hört sich nie. Nicht authentisch an. Mhm. Hört sich nie richtig an. Also es gibt Leute, die im Erwachsenenalter versuchen, das noch zu lernen, aber es bleibt wahrscheinlich so ein gewisser Akzent, beschreiben? Ja, man kann es merken manchmal. Ja. Ne? Ja, mhm. ja. Aber wie streitet man denn auf Platt? Streitet? Ja. Da kommen auch harte Sachen. Du Blasenkopf. Blasenkopf. Aha. Ist nichts drin im Kopf, oder wie? Naja, also das ging immer. Du Äsloch. Ja. Das darf man nicht zu laut sagen jetzt, ja. Naja, aber wenn wir jetzt untereinander und sagen, du Äsloch, also so schlimm ist das. Nö.
Nein. Das habe ich bei Ihnen nicht. Aber jetzt in dem Falle. Ja, man kommt aber nicht wegen zusammen. Es ist dann schon freundschaftlich gemeint. Ja, na klar. Du bist aber ein ganz schöner Esloch. Ne? Ja, wenn er sich irgendwie so ein bisschen blöd verhält. Ja. Ne? Der Waldeckische Geschichtsverein, der zeichnet ja auch so Sprache auf und sammelt Begriffe. Ja, das macht der Karl Heinemann aus Roden. Mhm. Mhm. Ja, und die Waldeckische Landeszeitung hatte 2018 aufgerufen, um so typisch waldeckische Wörter zu sammeln. Da sind eben auch so schöne Wörter bei wie es schicket, es reicht. Schicket, ja. Oder uselig, ungemütlich. Haiopai, Luftikus. Ja, Haiopai kenne ich nie so, aber nee. Ich kenne den Ausdruck, ja, aber jetzt bei uns direkt. Okay. Ich sprach aber auch nie. Nee. Hüppeken Urbenerot. Wie bitte? Hüppeken Urbenerot. Weißt du, was das heißt? Nein. Aufgebracht. Ist einer aufgebracht. Aha. Und einer wurde sichtig. Ja, nur Leute selber. Nee, das mal Dinge bringen. Das ist doch in Ordnung. Dinge bringen. Genau. Also typisch waldeckisch sind dann Schepperlinge für Ofenkuchen. Ja. In manchen Orten. Das ist Edertal. Ja, eher im Edertal. Genau. Oder dass man dieses als benutzt, anstelle von Holz. Immer, fortwährend. Ja. Ich soll's an Schwatzen. It is old am Schwarzen. Ja, nee, dann sagen wir nicht am, dann sagen wir an. An? Ja, okay. An Schwarzen. Hier steht noch, und dann lässt das Masken sinken, durch den grünen Schinken. Das war dann auch mir fast los. Was heißt das? Lässt das Masken sinken, durch den grünen Schinken. Ach, das Messer. Das Messer sinken durch den großen Schinken. Richtig. Der grüne ist noch frisk. Ne? Na, frisk war nicht gut. Nee. Gesund, sieht ein Freuer der Almühe. Das hat dünner. Jetzt dünner. Heute. Ja, das kann ich auch nicht. Aber heute ist keine Nürnberg-Wort. Nice, Massenhäuser. Ja. Massenhäuser sieht für dünner heute. Heute. Das ist bei mir auch so. Also ich was sehe ich dann? Wie sagt Dündach? Und ich werde auch manchmal nicht sagen, wie ein Gülte Dündach oder heute. Dort hat heute. Meine Mutter. Ja. Ne? Ach ja. Also das ist dann immer noch, das ist gemischt. Aha. Ne? Das hat sich aber hier überall hat sich das ganz zugetragen. Ungefähr. Das ist nicht mehr so ganz jedes Dorf so einheitlich die Sprache hat. Das Klar. Je mobiler die Menschen geworden sind, desto eher das hat sich ja dann vermischt. Das ist ja jetzt auch unser Schicksal mit der Sprache. Genau. Denn wenn ich das jetzt hier sehe, wir unterhalten uns ja nur von früher. Mhm. Und das Heutige, das kommt nicht vor. Ja. Und das ist das Ganze, wie sollen wir jetzt zum Beispiel E-Mail oder Internet. Wie sollen wir das Mobbing und Podcast. Wir müssen uns wieder bilden. Das geht aber nie mehr. Wie soll ich das? Ja, also so der allgemeine Sprache, das könnten wir mit den jungen Leuten wieder schwatzen. Aber nee, aber wir kommen allzu mit diesen ganzen Sachen in der Vergangenheit zurück. Ja. Das sind wir eigentlich auch selber in Schuld, weil wir haben auch praktisch aufgegeben. Genau. Gab es denn damals? Ja, jetzt sprechen wir wieder über die Vergangenheit. Ja. Gab es denn damals, als Plattdeutsch immer weniger gesprochen wurde, auch Diskussionen darüber, wie es heute ist, oft über die Trends in der Sprache, wie zum Beispiel das Gendern? Haben Sie ja vorhin schon angedeutet, es gab auch Menschen, die sagten, hier wird nur Plattdeutsch gesprochen. Auf der anderen Seite gab es Leute, die sagten, nee, hier wird nur Hochdeutsch gesprochen. Ne? Gab es da regelrechte Konflikte und Auseinandersetzungen? Eigentlich nicht geläufig. Ich habe festgestellt, die im Dorf ein bisschen mit Bittere sehen wollen. Ja. Die wollen nie Platt sprechen. Immer Haudeus, alle immer Haudeus. Und die letzten Jahre möchten so gerne Platt lernen. Aber geht nie mehr. Ja. Also, weil das will. Das war ehrlich das Anfang vom Platt vergraben. Vom Ende. Genau. Anfang vom Ende. Ja. Also die, so wie alt wie ich und ein bisschen älter, viele, die wollen nie, weil das nie schick oder nie. Das muss sie sich auch Knechten und Mägden gegenüber wollen, die sich auch absetzen. Genau, ne? ja. Also das war ja. Das war das Enge vom Platt. Ja. Also muss man ganz was ich auch nochmal gendern wollte ich noch sagen. Also es ist so, es war immer wie Frauen zum Beispiel
Waren weniger wert. Das war noch lange so. Also das war immer it. Also es, ne? Wurde immer das, die Frau, also dann er sagt it. Ja, ja. It. Also, it. Ja, also das war auch noch immer so ein bisschen so eine Herabsetzung gegenüber. Aber du. Ja. Du fühlst dich aber nie herabgesetzt. Ne? Nee. Nein, aber das hatte sich in der Sprache also, etabliert. Das haben wir mit Kissen umgelegt. Ja, ja, genau. Also, ja. Das ist auch, das war auch so ein Trend, der sich jetzt auch gedreht hat. Sozusagen. Ganz genau, ja. Weil am Montag lebt sich auch zwei oder sie, der eine. Du warst hier gestern gar nicht in der Kirche. Ach, ich habe daheim geschlafen. Genau. Das war früher doch schlimm. Also, wo viele schleppen in der Kirche. Oh. Ja, ja, ja. Bloß immer, dass sie gesehen wurden. Ja. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang vertellen. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag könnten wir noch vertellen. Ja, ne? Ja, genau. Vielleicht können wir ja noch mal eine zweite Folge zu dem Thema machen. Macht so viel Spaß. Ja, ne? Also genau, da fällt uns sicher noch was ein. Und eine Abschlussfrage habe ich eben noch. Also Sie finden es grundsätzlich bedauerlich, dass das Plattdeutsche scheinbar auszusterben droht. Was denken Sie, wird man sich in 50, 100 oder 200 Jahren noch daran erinnern? Und was denkst du, Friedrich? Aber da meine Zweifel auch. Ne? Also das ist ja, gibt ja immer bei verschiedenen Sachen auf und ab. Und dies hier, das ist dabei, sich zu verkrümeln, das Plattdeutsch. Es wird dann nicht mehr gesprochen werden, nee. Man wird vielleicht noch was drüber lesen oder hören können. Aufgeschrieben bringt es nicht so viel, aber wenn man sich's anhört, dann kann man diesen besonderen Klang dieser Sprache erkennen und kann auch vielleicht was über die Mentalität der Menschen hier im Waldecker Land erfahren. Vielleicht hat ja diese Podcast-Folge ein bisschen dazu beigetragen, vielleicht hat es unserem Publikum gefallen. Ich hoffe, die meisten haben das meiste verstanden. Wenn nicht, können unsere Zuhörer auch gerne einfach mal Fragen schicken und wir versuchen das dann aufzuklären. Gut, also vielen Dank für die Zeit und das spannende Gespräch. Und dann würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. Und mal sagen, bis nach Köln. Ja, ja. Genau.